Nico Bellic, street justice, bro. Not really my scene. Just wait till you see your face on the screen, man. Maybe you change your mind then. Yeah, I always wanted to be a well-known idiot. People say to me, Manny, why you do this? Why you want to clean up the streets so bad? What's your passion? Do you tell them to get famous? It's for the love, man. They know me because I help people, man. I'm all love, caring for these streets. Okay, der Typ säubert die Straßen aus Liebe. Liebe zur Welt, zu sich selbst, zu der Straße, keine Ahnung. Hey, Kollegen da vorne. Hi. Ja, fahren wir unauffällig zurück. Ja, es muss auch jede... Nein! Es muss aber auch jede Ampel hier auf Rot stehen. Ah, fuck! Entschuldigung. Shit, man! He's seen us! He ain't never gonna go to his boys now! Every time the streets is hurt, I hurt inside, man! You cut me deep, man! Get out of here! Raus hier? Das ist meine Karre! Ja, überfahr noch einen! Alter Schwede! Dem Typen kaufe ich seine gute Moralgeschichte nicht ab. Gut, wir probieren die geile Mission noch einmal. Weil es so schön war, gleich nochmal. Yo, we need a car if we're gonna clean these streets. Jo. Diesmal nehme ich. Gut, ich habe keine andere Wahl. Nehme ich nochmal meine Karre. Last I heard, these dealers was up on Grand Boulevard. Let's go take a look, man. I like your vibe, man. I like it. You're out to make money, but you want to make a difference too, man. Best of both worlds, man. I see myself shit. That way, man. And now unglaublich. I'm gonna clean this shit up. Money and respect. Schon wieder. Man. Like one of the rich guys who makes computers and cures it. The dealer and his drug wagon are up there. Pull up behind and we wait. Ja, das kennen wir bereits. Diesmal mit ein wenig mehr Abstand. Lass ihn nicht wissen, dass wir ihm folgen. That's us, man. Only at a street level. Me, I'm just after the money. No amount of scrubbing is gonna get this town clean. But I see them at least. Yeah, I'm an entrepreneur, man. You gotta have some money if people is gonna respect you out there, man. The kids have to look up to me, man. To know that the clean path is the good path. You hear me? Sure, but I don't think you hear me. It's for the kids, man. Believe that. Hasse Ampeln. Ah, weiter geht's. Wer fällt ein? Unsere Karre blubbert so witzig, nicht? Es ist ja grün. They live and breathe. You cut them and they bleed. Man, that was good. I should write that down. You got a pen? I'm afraid not. How come whenever I say something that really sings, you know, when I really start talking the truth, how come Jay's not around, man? He should be filming me every second. He's not around because I'd break his camera if he shoved it in my face again. Chill, Nico. You gotta get used to being filmed, man. You think Jesus started breaking shit up when those disciples followed him around with a bit of parchment? This film is my gospel, man. The gospel of the streets. Shit, how about that for a title, huh? Manny's Street Gospel, man. I wish I had a damn pen, man. Fuck, man. Alter Schwede. Ah, hoffentlich sind wir gleich da, Mann. Ja, komm schon.
Das Taxi fährt über Rot und du nicht. Na gut, die Polizei fährt auch hinter dir, ja, ne? Ich glaube, ich bin noch nie so anständig gefahren. Bist du endlich da? Nein, wieder eine Ampel. Kacke. Ja, überhol die Polizei. Stay off him! Okay. Looks like he's about to stop, yo. You best pull up behind him, man. Follow him into that warehouse and get rid of the dealers. Ja, kommst du nicht mit? Bin ich jetzt überhaupt wieder gesund? Hey, the message is what's important, man. It don't matter who gives it. I, for one, ain't in this shit for the ego trip. You taking my money, aren't you? Be my voice. I'm gonna go back and get Jay. Tolle Unterstützung. Der Dealer ist ins Lagerhaus gegangen. Schnapp ihn dir. Okay, welche Knarre nehme ich? Die Uzi. Dann mal rein in die gute Stube. Die Tür ist verschlossen. Okay, hinten rum. Hinten rum. Hinten rum ist hier. Ah, oben lang. Jo. Kann ich überhaupt? Ja. Wir kommen Spider-Man-artig über das Dach. Drücke L1, um die Waffe aufzunehmen. Falls du schon eine Waffe von diesem Typ hast, wird sie durch den neu ersetzt. Was ist denn das für eine Waffe? Eine, keine Ahnung. Eine Uzi 2.0 oder so. Okay, durch welches Fenster? Drei Mitteilungen, stimmt, ich habe ja. Wenn die Straße eine Tür schließt, macht sie irgendwo ein Fenster auf. Steigt ein. Danke für den Tipp. Nächste Nachricht von Brucey. Nebenbei, ich habe Roman auch kontaktiert. Komm schnell her, Alter. Wir brauchen die drei gefährlichsten, besten, bistigsten Motherfucker in ganz Liberty City zusammen in einem Raum. Im Ernst, Mann. Und Lil Jacob Mist, ich bin immer noch sauer auf diesen Hundesohn. Dimitri, du bist ein 1A-Fahrer, dass du mich da rausgebracht hast. Pass auf dich auf und melde dich mal. Easy, LJ. Gut, nette Nachrichten habe ich gekriegt und jetzt muss ich durch ein Fenster. Durch welches? Am besten, dass das geöffnet wäre, aber es ist ja... Das ist geöffnet! Okay, runter! Ups. Das war ja kein gelungener Start. Was? Drücke Steuerkreuz rechts für ein Projektil, für eine Schrotflinte, für eine Pistole. Aha. Ja, dann schmeißen wir hier mal die Dingsbums. Brenne, brenne. Witzig. Gut, weiter geht's. Autsch. Komm, genau. Nein, nicht in Deckung. Oh. Dich habe ich ja nicht gesehen. Okay, der Typ hier noch. Verlasse das Lagerhaus.
Schieß die Tür auf. Okay. Lil Jacob steht zum Glück schon hier. Jo, mit der Kamera. Could you walk out of there just one more time? We need to get the shot just right. Oh, yeah, yeah, that's a good idea. I can put my foot through your face if you like. I don't mind doing that again and again till I get it right. Easy, easy, Nico. Hey, did that look good? Huh? Was it a good mixture of that sadness and resolve? Goose Fraba. Great, yeah, let's do it. Okay, from the top? Yeah, right here. Wait, where are you going? More senseless death than the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Many Escuela. That's right. Follow me. We'll be prepared. Street life ain't pretty. Naja, wir haben Manny als neue Kontaktperson und somit als seinen neuen Geldgeber, wenn man so will. Sponsor. Klingt besser. Vernünftiger. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss, ciao und